wenn jetzt die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr ohne diese Gerätschaften leben kann und auch davon überzeugt ist, dass das ein essentieller Bestandteil zur Sicherung ihrer Lebensqualität ist, dann sind sie Abhängige geworden. Verführte, könnte man sagen. Und das ist für mich ein Riesenproblem, weil so jemand ist eigentlich nicht mehr demokratiefähig. Der kann ja gar keine freien Entscheidungen mehr treffen, sondern der muss ja immer berücksichtigen, was ihm da verloren geht, wenn er sich frei entscheiden würde. Ja, muss er sich also immer so entscheiden, dass er das, was er meint, für sein Leben zu brauchen, dass ihm das erhalten bleibt. Und das macht die ganze Geschichte sehr problematisch. Weil das ja heißen würde, dass eine Mehrheit etwas tut, was ich dann unter einer etwas ferneren, also mit etwas mehr Abstand, würde ich sagen, das entspricht einer Tendenz, die in dieser gegenwärtigen Gesellschaft spürbar ist. Nämlich, dass es immer Zeiten gab, da wurde Herrschaft gesichert durch Unterdrückung. Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier auf meinem Kanal. Heute freue ich mich, einen wirklich sehr besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Er ist der vielleicht bekannteste Hirnforscher Deutschlands, hat an über 30 Büchern mitgewirkt, ist Neurobiologe. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Gerald Hüther. Schönen guten Tag, Herr Hüther. Guten Tag und danke für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, Herr Hüther, vielen Dank für Sie, dass wir hier bei Ihnen in Witzenhausen sein dürfen, in der Stadt, in die eigentlich ich fast besser passen würde mit meinem Nachnamen. Es hat jetzt etwas gedauert, dass dieses Gespräch hier zustande gekommen ist. Ich hatte, glaube ich, vor knapp anderthalb Jahren schon mal angefragt und jetzt ist es endlich soweit. Wir sitzen hier in einem schönen Café im Zentrum von Witzenhausen, wo wohl, wie Sie mir gerade erzählt haben, die besten Kirschen Deutschlands herkommen. Es ist ein kalter Sommertag, wir haben nicht mal 13 Grad, es fröstelt ein wenig. Und wir sind hier heute zusammengekommen, weil wir uns unterhalten möchten. Wir möchten uns unterhalten über die tiefsitzende Spaltung der Gesellschaft und wie wir da wieder rauskommen, wie wir uns wieder versöhnen können. Wir möchten uns aber auch darüber unterhalten, wie wir als Menschen unser volles Potenzial entfalten können und wie wir unseren inneren Frieden finden können. Und Herr Hüther, Sie haben jetzt gerade erzählt, dass Sie derzeit auch in viele Projekte involviert sind, dass Sie sehr aktiv sind. Deswegen vielleicht zu Beginn, wie geht's Ihnen, Herr Hüther? Mir geht es sehr gut. Sie sehen, dass ich hier in einer wunderbaren kleinen Stadt lebe mit meiner Familie. Und das ist auch vielleicht schon eine Antwort auf die Frage, wie es uns allen gegenwärtig in der Welt geht. Ich gehe davon aus, dass es wichtig ist, dass Menschen zusammenhalten, dass die einander kennen und dass sie gemeinsam versuchen, die Probleme, die es gibt, zu lösen. Und da habe ich festgestellt, das geht in Göttingen, wo ich herkomme, auch noch keine riesige Stadt, aber schon da geht es schlecht. Viel zu viele unterschiedliche Interessen. Ganz schwer, das alles auszugleichen. Und hier auf dem Lande in so einer kleinen Stadt kann man das alles auf eine ganz andere Art und Weise regeln. Die Leute sind auch irgendwie froh, dass sie hier wohnen und sind auch dankbar dafür, dass hier immer mal was los ist. Und deshalb macht es eigentlich richtig Freude und es ist für mich so ein bisschen ein Gefühl, als ob ich in einer Zukunft lebe, die noch gar nicht da ist. Also ich kann es ja so deutlich sagen, gleich am Anfang, ich habe die Vorstellung, dass wir uns im Augenblick gesellschaftlich so verlaufen haben, dass wir wieder zurückfinden müssen in eine Art des Zusammenlebens. Und dafür habe ich als Kind dieses Bild mitgenommen, wenn die damals in dem Dorf, wo ich herkomme, aus Thüringen, alle gemeinsam, das ganze Dorf, alle Einwohner, unter dem Maibaum getanzt haben. Also vielleicht ist das die Zukunftsvision. Jedenfalls für mich ist das das, woran ich mich immer wieder orientiere. Was können wir gegenwärtig tun, damit Menschen wieder Freude daran haben, gemeinsam dieses Maifest zu feiern. Und nicht nur das, also auch überhaupt gemeinsam
die Dinge zu bewältigen, die das Leben ja immer an Herausforderungen und Problemen an uns stellt. Und es kann sein, dass das leichter geht, wenn man nicht so anonym in der Stadt verirrt ist. Hm. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Ja, Herr Hüther, Sie hatten mir im Vorhinein erzählt, dass Sie sich ein wenig zurückgezogen haben in letzter Zeit, dass Sie nicht mehr so viele Vorträge geben, nicht mehr so viele Interviews geben und dass Sie derzeit auch an keinem neuen Buch arbeiten, was schon fast ungewöhnlich ist, da Sie in den letzten 20 Jahren über 30 Bücher veröffentlicht haben. Ist schon alles gesagt zum einen, und an welchem Punkt in Ihrem Leben befinden Sie sich gerade, Herr Hüther? Ja, zurückziehen ist kein so günstiger Ausdruck für das, was mich bewegt. Ich bin das ist vielleicht das Herausstellungsmerkmal, wenn ich mich selbst charakterisieren müsste, ich bin ein extrem wissbegieriger Mensch. Mhm. Und finde immer irgendetwas, was ich unglaublich spannend finde. Und manchmal verstehe ich es nicht richtig, weil es zu komplex ist. Und da habe ich irgendwann mal rausgefunden, dass wenn ich das aufschreibe, wird es auf einmal leichter. Dann muss ich meine Gedanken ordnen. Und dann habe ich auch noch gelernt, dass ich das so aufschreiben kann, dass es jemand anders auch noch versteht. Und mag sein, dass da 30 Bücher dabei rausgekommen sind, aber die meisten habe ich wirklich nur geschrieben, damit ich mir über etwas Klarheit verschaffe. Und dass das dann anderen auch noch gefallen hat, fand ich bemerkenswert. Aber das war gar nicht der Grund für die Schreiberei. Also bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, wir leben in einer extrem spannenden Zeit. Wir sind in so einer Übergangsphase als Menschheit. Und nicht nur hier in Witzenhausen oder in Deutschland, sondern das ist ein weltweiter Prozess. Wir haben ziemliche Mühe, uns damit anzufreunden, dass das nicht so bleiben kann, wie das alles mal war. Und da fängt es für jemanden an, für mich erst richtig spannend zu werden. Mhm. So, und dann kann ich sagen, bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr. Mhm. Und eins davon, was nicht mehr funktioniert, ist, irgendwo hinzugehen und einen großen Vortrag zu halten. Dann unten da 500 oder 1000 Leute zu beglücken, die dann alle sagen, oh toll, hat er schön geredet und hat er schön gesagt. Und dann gehen die auseinander und nach 3 Tagen ist nichts. Nichts passiert. Und ich habe so viele Vorträge gemacht und kann jetzt mit gutem Fug und Recht behaupten, das war zwar gut, das waren gute Erfahrungen, es sind auch sicherlich manche Menschen aufgewacht und es haben noch mal einen anderen Blick bekommen für die Dinge. Aber an dem Zustand unserer Gesellschaft hat es wenig geändert. Und die Schulen sind immer noch genauso. Mhm. Es werden immer noch die Kinder mit Ritalin behandelt. Es ist immer noch eigentlich alles das Alte. Also richtig durchgekommen bin ich nicht. Und ich fürchte, das liegt auch daran, dass die Formate nicht passen. Also Vorträge ist etwas, wo man als Zuhörer ja immer Rezipient ist. Also man könnte auch sagen, man ist ein Objekt einer Belehrung. Da oben steht einer, der weiß alles und der gibt das jetzt an die brave Zuhörerschaft weiter. Und die hören sich das an und können entweder damit was anfangen oder nicht. In den meisten Fällen habe ich festgestellt, die prüfen das, was zu ihrer Vorstellung passt. Das nehmen sie mit, und was nicht dazu passt, das vergessen sie gleich wieder. Mhm. Und da habe ich beschlossen, dass ich das nicht mehr so unbedingt brauche. Und einfach auch deshalb, weil ich genug davon gemacht habe und nicht von der Wirkung so überzeugt bin. Das ähnlich gilt das für Sachbücher. Es war auch schön, aber das ist auch eigentlich fast das Gleiche wie mit den Vorträgen. Es erzählt einer und die anderen hören sich das an und manche können was damit anfangen und manche nicht. Und deshalb suche ich jetzt nach Formaten, die anders sind. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich diese Akademie aufgebaut habe, Akademie für Potenzialentfaltung. Und wir wollen uns nicht gegenseitig belehren, sondern wir wollen Menschen dabei helfen, ihr Zusammenleben auf eine Art und Weise zu organisieren, die gut ist für jeden Einzelnen und ihm hilft, in seine Kraft zu kommen, sich zu entfalten, aber eben nicht auf Kosten von anderen, sondern mit anderen gemeinsam. Das ist Zukunftsmusik und das macht irrsinnig viel Spaß, weil es manchmal gelingt. Es geht nicht immer und es wird auch keine riesige Bewegung daraus werden, aber es werden immer mehr, die diese Erfahrung machen, dass ihr Weltbild und ihr Menschenbild, mit dem sie bisher unterwegs waren, möglicherweise nicht so günstig war. Mhm. Und dass es möglicherweise doch
gar nicht stimmt, dass wir nur durch Wettbewerb und Leistungsdruck zu Höchstleistungen kommen. Vielleicht ist das sogar falsch. Und dafür habe ich viele Argumente, und das miteinander auszutauschen und dann zu zeigen, dass es anders geht. Das ist die eigentliche, die spannende Aufgabe, die ich da nachgehen werde, bis ich definitiv keine Lust mehr habe. Aber von Lustlosigkeit ist noch lange nichts zu spüren. Das heißt, Sie sind weiterhin motiviert und überzeugt, für das zu kämpfen, was Sie über Jahrzehnte jetzt aufgebaut haben. Aber jetzt haben Sie ja auch gerade schon skizziert, dass Sie in den letzten Jahren eben zahlreiche Vorträge gehalten haben, Bücher geschrieben haben, und trotzdem hat sich nichts verändert. Die Kinder bekommen immer noch Ritalin. Im Bildungssystem geht es immer noch darum, wer der Beste ist, wo die beste Leistung gebracht wird. Also ist das ein Stück weit ein Eingeständnis eines Mangels an Selbstwirksamkeit? Oder ist das vielleicht etwas zu viel hineininterpretiert? der richtige Ausdruck wäre nicht Mangel an Selbstwirksamkeit, sondern eine Art von Selbstüberschätzung, wir alle leider allzu oft anheimfallen. Mhm. Ich kann die Welt nicht ändern. Ich kann noch nicht mal sie ändern. Das können sie nur selber. Hat aber lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass ich auch meine Frau und die Kinder und meine Eltern und wen ich noch so alles kenne, nicht ändern kann. Ich kann aber Rahmenbedingungen dafür schaffen, und vielleicht ist das so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, dass sie nochmal oder mein Gegenüber sich eingeladen fühlt, nochmal über etwas nachzudenken, was er bisher einfach so als selbstverständlich angenommen hat. Dann habe ich schon gewonnen. Wenn es geht mit dem Nachdenken los, und wenn es dann in diesen Bereich führt, wo es einem bewusst wird, was man da für eine blöde Vorstellung bisher mit sich rumgetragen hat und wie sehr man sich dann auch noch mit diesen Vorstellungen identifiziert hat, dann geht es nicht mehr. Also wenn Menschen, und das passiert eben in den Vorträgen und in den Büchern nicht unbedingt, manchmal schon, aber nicht so richtig, wenn Menschen anfangen, sich ihrer eigenen Unmündigkeit oder ihrer eigenen Verwicklungen, in denen sie gefangen sind, bewusst zu werden, dann sieht man das ja. Wenn ich immer mein Kind anbrülle und ich halte das für normal, weil das alle so machen und weil das mir auch so in der Kindheit angetan worden ist, dann finde ich das ganz okay und dann mache ich das. Und wenn ich dann plötzlich höre, Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung dieses Geliebten, also dieses Kindes, dann frage ich mich, ist denn das wirklich Liebe, wenn ich dem immer dauernd sage, was er zu tun und zu lassen hat? Und ist es Liebe, wenn ich dem Mädchen und dem Jungen versuche, das Leben so schön wie möglich zu machen? Wäre es nicht Liebe, wenn ich ihm helfen würde, die Probleme, die es hier zwangsläufig immer wieder gibt und auf die diese betreffende sich herausbildende Persönlichkeit treffen wird, auch wirklich zu lösen? Das heißt, dann muss ich ja ganz anders vorgehen. Wenn ich jemanden liebe, muss ich ja eigentlich ihm helfen, dass er sich entfalten kann. Und entfalten kann er sich nur dann, wenn er sich nicht verwickelt und wenn er die Kompetenzen sich aneignen kann, die er braucht, damit er sich in dieser verrückten Welt zurechtfindet. Das heißt, Sie sagen im Grunde genommen, wir müssen uns von den Erwartungen, die wir an andere Menschen haben, freimachen. Weil wir sind ja immer noch gefangen in diesen Erwartungen, die wir an andere haben, die wir an unsere Freunde haben, an unsere Partner haben. Ja, wenn es nur Erwartungen wären. Also ich habe dafür ja auch in diesem Buch einen schönen Ausdruck gefunden. Ich habe da geschrieben, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir schon über viele Generationen hinweg uns gegenseitig zu Objekten machen. Und jetzt kommt es zu Objekten unserer Erwartungen, unserer Absichten, unserer Ziele, unserer Belehrungen, in Klammern Vorträge, unserer Bewertungen, was ich da mit meinen Kindern oder mit meiner Ehefrau mache. Und am Ende auch noch der Maßnahmen. Und da können wir hundertmal sagen, das sind Fördermaßnahmen. Es ist eine Maßnahme, mit der wir den Empfänger dieser Maßnahme zum Objekt machen. Und das ist aus neurobiologischer Sicht eine Schande. Also es ist nicht nur eine Schande, es ist sozusagen das ist das, was man machen muss, wenn man möchte, dass dieses Potenzial, was da oben angelegt ist, sich nicht entfalten kann. Wenn ich sie zum Objekt mache, haben sie ein Problem.
Aber Sie gehen ja davon aus, dass wir hier zwei Subjekte sind, die miteinander reden. Jeder hat seine Erfahrung gemacht, jeder hat versucht, seinen Weg zu gehen. Und jetzt sage ich Ihnen, stellen Sie nicht so blöde Fragen. Das ist, ich breche alles ab damit. Und derjenige, dem das geschieht, dass der zum Objekt gemacht wird, hat dann dieses Problem, dass er merkt, er ist eigentlich ganz alleine auf der Welt. Die Verbundenheit, die er sich mal gewünscht hat, ist nicht da. Dass er selbst Gedanken hat, wie er sich äußert und wie er so seinen Weg sucht, dass er Gestalter seines eigenen Lebens sein will, wird ihm untersagt durch denjenigen, der besser weiß, wie es zu machen ist. Und dann, ja, dann hält man das Maul und sucht nach Auswegen. Und das heißt dann bei mir immer Ersatzbefriedigung. Dann muss man, weil man das, was man eigentlich gesucht hätte, nämlich so angenommen zu werden, wie man ist und auch wertgeschätzt zu werden und auch dazugehören zu dürfen, weil das alles nicht so geht, weil man ja dauernd den Anforderungen nicht genügt und einem auch signalisiert wird, so wie du bist, ist es noch nicht gut genug, du musst noch besser werden, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als irgendeine Lösung zu suchen. Das ist Neurobiologie. Mhm. Das hätte ich ja früher auch nicht so gesehen, aber das ist Neurobiologie, weil eine Erwartungshaltung, die ich habe, aufgrund von Erfahrung, erwarte ich, dass ich als Subjekt von jemand wahrgenommen werde und dass der auch irgendwie es gut mit mir meint. Das habe ich damals als Fünfjähriger jedenfalls noch gewusst und gehofft. Und dann stelle ich fest, nee, macht er nicht. Und dann gibt es eine Diskrepanz zwischen meiner Erwartung und dem, was sich in der Realität dann plötzlich ereignet und was ich wahrnehme. Und das führt im Hirn zu Unruhe. Das ist ja auch als Gefühl regelrecht zu spüren, weil das ist eine sich ausbreitende Erregung, Arousal nennen das die Neurobiologen. Und die erreicht dann auch die Bereiche, die für die Regulation von körperlichen Prozessen zuständig ist. Und dann kriegt man Schweißausbruch, Herzrasen und all das, was man dazu als Begleiterscheinungen erlebt, wenn man spürt, dass man mit Menschen zusammen ist, die einen nicht mögen und die es nicht gut mit einem meinen. Und dann muss man Lösungen suchen. Und wenn man dann eine Lösung findet, dann kommt dieses Durcheinander im Hirn wieder zur Ruhe. Also ein inkohärenter, sehr energieaufwendiger Zustand, alles durcheinander, verwandelt sich dann wieder in einen, wo es besser zusammenpasst. Das braucht weniger Energie. Und die Lösung, die ich da gefunden habe, was immer das sein mag, und die Netzwerke, die ich dabei aktiviert habe, um das so zu machen, zum Beispiel indem ich die anderen für blöd erkläre, oder indem ich Alkohol trinke, oder indem ich mir Macht aneigne, oder indem ich denen zeige, was ich drauf habe, oder was auch immer das sein mag. Diese Lösung wird dann im Hirn sozusagen verfestigt. So, und dann laufen sie mit dieser Lösung rum und probieren es. Es wird am Anfang auch immer erst mal ein bisschen funktionieren. Dann halten sie das auch noch für richtig. Es gibt immer wieder diese Zustände, in denen dann diese wunderbaren Botenstoffe ausgeschüttet werden, die dann zur weiteren Verfestigung ihrer so gewonnenen Überzeugung beitragen. Und es kann dann sein, dass sie erst mit 30, 40 oder 50 feststellen, dass das eine total bescheuerte Lösung ist, die sie damals gesucht haben und gefunden haben. Damals ging es nicht anders, aber jetzt können sie langsam auf die Idee kommen, dass das doch nicht so das Richtige ist und den Wunsch in sich spüren, sich aus diesen Verwicklungen und diesen festen Vorstellungen, Überzeugungen, die sie sich da ins Hirn gebaut haben, vielleicht doch wieder zu befreien. Das sind die Augenblicke, ich nenne das immer Sternstunde, wenn sowas passiert, weil dann plötzlich ein Mensch wieder wach wird. Haben Sie denn das Gefühl, dass vieles von dem, was Sie jetzt gerade wahrscheinlich sehr treffend beschrieben haben, am Aufbrechen ist? Wir leben ja auch in einer Zeit, die von Ambivalenz geprägt ist. Also einerseits haben sehr viele Menschen unglaublich große Ängste, sei es die Angst vor einem dritten Weltkrieg, der sich anbahnt in Nahost und in der Ukraine, die Angst vor dem Klimawandel auf der anderen Seite, die Angst vor Rechtspopulisten, die Angst vor einem wirtschaftlichen Niedergang. Also ich glaube, die Ängste in unserer Gesellschaft waren wahrscheinlich noch nie so stark ausgeprägt, wie sie es gegenwärtig sind. Und andererseits, und das meinte ich mit der Ambivalenz, ist ja auch dieses System, was sich hier über die letzten Dekaden, wahrscheinlich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hier so aufgebaut hat, doch am Aufbrechen ist und viel Neues entsteht. Also sind Sie da eher hoffnungsvoll oder macht Ihnen das doch eher große Sorgen zu sehen, wie die Menschen auch teilweise hier miteinander umgehen, wie sie
einander diffamieren und ausgrenzen, wenn man die falsche Meinung hat? Also was überwiegt da bei Ihnen und wie blicken Sie darauf, Herr Hüther? Ich glaube, wir müssen dann noch mal darüber reden, was sich da eigentlich in der Gesellschaft tatsächlich verändert, sodass so viele Menschen so ein ungutes Gefühl haben. Der eine Teil Ihrer Frage ist schnell zu beantworten. Angst ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Ja. Und es gibt dann, wenn man in Angst gerät, diese berühmten Aktivierungsprozesse im Hirn, wo dann am Ende alles so durcheinander ist, dass man im Grunde genommen nur noch wie ein Reptil auf dem Hirnstamm in den drei Notfallprogrammen unterwegs ist. Das ist Angriff, wenn das nicht geht, Flucht, und wenn gar nichts geht, ohnmächtige Erstarrung. Da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber es sind sicherlich eine ganze Menge Menschen dabei, die auf dieser Festplatte ganz unten im Hirn unterwegs sind. Und deshalb glaube ich nicht, dass es die Angst ist, die uns wirklich irgendwo hilft. Es wird immer gesagt, die Krise sei eine Chance. Ja, prinzipiell stimmt das, aber wenn sie mit Angst verbunden ist, ist die Gefahr, dass man in alte, bewährte Muster zurückfällt, viel, viel größer. Mhm. Was die immer meinen mit die Krise sei eine Chance, ist wohl, dass es einer gewissen Erschütterung der festgefahrenen Überzeugungen bedarf, damit man bereit ist, die nochmal zu überdenken. Das hat aber mit Angst nichts zu tun. Mhm. Da müssen Sie jemanden in eine Situation bringen, wo der mit sich selber nicht mehr zurechtkommt. Ich nenne das immer ein Dilemma. Das ist ein schönes Beispiel, wenn ich jetzt mit Ihnen spreche und dabei eine Situation herstelle, wo Sie merken, Sie möchten wohl das eine, aber auch das andere. Also das Schönste ist, wenn man Menschen in eine Situation bringt, wo sie dann sagen, ja, Verbundenheit hätte ich gern. Das ist ein Grundbedürfnis. Aber frei wäre ich auch gern. Mhm. Und dann sage ich, okay, und wie sieht es mit der Partnerschaft aus? Wie haben Sie es da? Ist es mehr verbunden? Ist es mehr frei? Können Sie beides? Und dann merken Sie, das ist ein Dilemma. Manche kriegen es nur mit der Verbundenheit hin und opfern ihre Freiheit. Und manche haben so viel Freiheit, dass die Verbundenheit nicht klappt. Und damit muss man sie dann allein lassen. Das kann man aber natürlich liebevoll begleiten und kann auch immer wieder so ein bisschen bohren, dass es nicht aufhört, da oben so ein bisschen unruhig zu sein. Aber das ist eine produktive Unruhe, die es ermöglicht, dass man die alten Vorstellungen, dass es darauf ankommt, dass man immer schön Händchen haltend auf dem Sofa sitzt und Friede, Freude, Eierkuchen zu Hause ist, dass man die endlich fallen lassen kann. Dass man sagen kann, nein, das gehört zu so einer Partnerschaft dazu, dass wir ab und zu auch anderer Meinung sind. Und dann ist das eigentlich Bedeutende nicht, dass wir anderer Meinung sind, sondern dass wir immer wieder Wege finden, wie wir wieder zusammenfinden. Also die Probleme sind nicht das Thema, sondern die Art und Weise, wie wir die Probleme lösen. Das ist das, was uns wirklich weiterhilft. Und deshalb glaube ich, dass wir im Augenblick als gesamte Gesellschaft eine Situation erleben, wo ein Großteil der Bevölkerung, leider muss ich sagen, seit Corona fürchte ich, dass es sogar die Mehrheit völlig verunsichert ist. Mhm. Da muss man die Frage stellen, wo kommt denn diese Angst her? Die habe ich vorher selbst nicht in diesem Ausmaß geahnt. Aber das ist offenbar verbunden mit der Lebensweise, die wir haben und der Tatsache, dass die drei Ressourcen, die man eigentlich hätte, um Angst bewältigen zu können, dass die nur noch sehr, sehr dürftig ausgebildet werden von vielen Menschen. Mhm. Also erstens Kompetenzen. Ja, wenn ich mich schon in vielen Lebenssituationen gut zurechtgefunden habe und mir dabei Kompetenzen angeeignet habe, wie sich Probleme lösen lassen, dann muss ich nicht gleich tot umfallen, wenn mal wieder ein Virus kommt oder wenn mal wieder irgendwas anderes passiert. Das Zweite, wenn man alleine nicht weiterkommt, und das passiert ja immer wieder, dann wäre es gut, wenn man jemanden hat, wo man hingehen kann und kann sagen, hey Kumpel, ich weiß nicht weiter. Ich habe nur noch Streit mit meiner Frau. Was machen wir denn jetzt? Und dann muss der irgendwie in der Lage sein, einem zu helfen, Mut zu machen, irgendwie vielleicht einen Tipp oder er sagt, ich mache das, ich erledige. Ja, also, ja. Und manche Leute verzweifeln schon, wenn der Abfluss zu Hause nicht mehr richtig geht. Und das hat viel, das ist zum Lachen, aber es hat natürlich viel mit der Dienstleistungsgesellschaft zu tun, die wir jetzt haben. Für jede Tätigkeit wird irgendeiner eingekauft, der das für einen macht. Es gibt Leute, die können sich die Fußnägel nicht mehr schneiden, weil das natürlich der Pädologe oder wie die heißen, der kann das viel besser. Mhm. So, und damit verlieren Menschen immer mehr Kompetenzen und das wissen die im Innersten. Und deshalb haben sie kein richtiges Zutrauen mehr, dass sie, wenn dann mal ein Problem auftaucht, sie auch das in der Lage sind, lösen zu können. Mhm. Dann haben sie auch kaum noch jemanden, den sie fragen können. Die Beziehungen und die
Verlässlichkeit von Beziehungen ist ziemlich brüchig geworden. Was will man auch anders erwarten in einer Welt, wo einer des anderen Konkurrent ist? Und die dritte Ressource gegen die Angst, die würde dann heißen, ja, dass irgendetwas schützend die Hand über sie hält. Ja. Wenn sie an etwas glauben können, was sie beschützt, das wäre es großartig. Es reicht auch, wenn man einfach so ein Gefühl hat, dass man in dieser Welt gehalten ist. Das habe ich zum Beispiel. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Welt gehalten bin. Und wenn mir das ab und zu mal abhanden kommt, gehe ich raus in die Natur und laufe da 2 Stunden im Wald rum und bin wieder bei mir angekommen. Und das können aber auch nicht so viele Leute. Und damit sind die 3 Vertrauensressourcen. Ich nehme da immer das Bild eines 3-beinigen Hockers, auf dem man einigermaßen gut sitzen kann. Und da sind 3 Beine dran. Das eine ist das Vertrauen zu sich selbst und seinen eigenen Kompetenzen. Wenn das zu schwach ist, kriegt man Angst. Wenn das zweite Bein auch nicht funktioniert, nämlich wenn ich nicht alleine weiter weiß, finde ich jemanden, der es mit mir gemeinsam macht, ist auch dürftig ausgeprägt. Und das dritte, ich bin davon überzeugt, dass es wieder gut wird. Gucken Sie sich doch mal an und fragen Sie die Leute, wer davon überzeugt ist, dass das alles wieder gut wird. Keiner. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo uns die eigentlichen Vertrauensressourcen, die es immer mal gegeben hat, weitgehend abhanden gekommen sind. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass wir alle eine tiefgründige Angst haben, die wir uns aber nicht anmerken lassen. Und wenn ich draußen irgendjemanden frage, der hier vorbeikommt, hast du Angst? Dann sagt er, nee. Und dann frage ich, warum nicht? Und dann sagt er, und dann kommt irgendetwas, worauf er sich dann verlässt. Da darf man aber nicht, also richtig sehen kann man es erst dann, wenn die angstvolle Situation eingetreten ist. Also jetzt zum Beispiel die Meldung, Corona bringt uns alle um. Oder der Russe will uns alle hier überfallen. Dann sieht man, wo sie stehen, die Leute. Haben Sie eigentlich Ängste, Herr Hüther? Ich glaube, dass Angst dazugehört. Ja, aber ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können, dass wir nicht beherrscht werden von den Ängsten. Das heißt, wir... Und Sie werden nicht beherrscht von Ihren Ängsten? Also Sie sind... Nee, ich bin jetzt auch natürlich schon ein bisschen älter als Sie. Ja. Aber viele Menschen werden ja von ihren Affekten beherrscht. Also das ist gar nicht diese Person, die da reagiert, sondern ihre Wut, mir da entgegenspringt. Ja. Und das habe ich wohl im Laufe meines Lebens einigermaßen auseinanderhalten können. Und natürlich mag ich Affekte, ich mag auch richtig mal auf den Tisch hauen und ich mag auch mal anderen Leuten ordentlich die Meinung sagen und ich mag es auch, wenn ich mal richtig ausgelassen tanzen kann. Ja, das ist toll. Und das, aber ich bin nicht jemand, der so Affekte hat und die ihn dann treiben. Und das Affekte sind etwas, was Menschen treiben können. Also da würden die Leute sagen, meine Emotionen. Und was auch Menschen stärker treiben kann, als sie das glauben, das sind Vorstellungen. Ich kann auch ein Opfer meiner eigenen Vorstellung werden. Ich kann so fest von irgendwas überzeugt sein, dass ich das gar nicht bin, der da jetzt sich auf den Weg macht, sondern meine Vorstellung benutzt mich, damit ich dann das mache, was meine Vorstellung ist. Und da wird es immer interessant, wenn man sich nochmal klar macht, das ist hier meine Vorstellung, habe ich mir selber in die Birne gebaut. Und die kann ich jederzeit hinterfragen. Das muss nicht sein, dass ich davon überzeugt bin, dass hier gleich die Welt untergeht. Und es muss nicht sein, dass ich hier gleich in Panik gerate, nur weil da alle anderen mit mir in Panik geraten. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, wir informieren uns zu Tode, schreiben Sie vom Zeitalter der Verwirrung, in dem wir leben, was doch ja auch wieder ein wenig ambivalent klingt, weil wir ja eigentlich den Zugang zu all den Informationen haben, wie wir sie wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte noch nie hatten. Also noch nie in der Menschheitsgeschichte hatten wir die Möglichkeit, uns derartig breit und reich an Perspektiven zu informieren, und trotzdem führt diese Informationsflut dazu, dass wir, wie Sie schreiben, verwirrt sind, dass wir einsamer werden und dass wir am Ende uns verführen lassen, dass wir wieder die Sehnsucht in uns tragen, dass da oben einen gibt, einen Führer, der uns sagt, wo es lang zu gehen hat. Also wie gefährlich sehen Sie denn dieses Informationszeitalter, wie es ja auch genannt wird, und die damit zusammenhängende Informationsflut? Also ist die nicht mindestens genauso gefährlich wie das, was Sie
auch gerade beschrieben haben mit den Vorstellungen und mit den Ängsten, die die Menschen wie Fesseln halten. Vielleicht ist die Informationsflut, die wir erleben, nur eine Folge dieser Bedürftigkeit von so vielen Menschen. Es gibt Menschen, die sind furchtbar bedürftig, anderen ständig was mitzuteilen, wovon sie aber gehört haben. Aber dann ja auch ein Ersatz, weil es ja nicht in der Wirklichkeit geschieht. Es geschieht dann ja über das Smartphone oder ja, über den Rechner. Ja, das ist ja egal. Aber sie müssen ständig erzählen, was sie gehört haben und was so wichtig sei. Und dann gibt es auch andere, die ständig horchen müssen, was die anderen so für eine Meinung haben. Also immer so mit dem Ohr am Gerät und am Gucken, ob ihnen schon wieder jemand was geschrieben hat. Das ist vielleicht so das eigentliche Problem, was ich an diesem ganzen, an dieser Informationsflut so gefährlich finde. Es kommt aus meiner biologischen Herkunft. Alles, was lebt, also jedes Lebewesen muss in der Lage sein, Informationen aus seiner Außenwelt zu empfangen und auf diese Informationen, die es da gibt. Das können Wahrnehmungen sein oder Stoffe oder Milieuveränderungen, was auch immer. Da muss es irgendwie reagieren können. Also Information, ohne Information geht es nicht. Ja. Und jetzt gibt es so schöne Beispiele wie die Akazien in der Savanne. Wenn die Giraffen da so fleißig sind und die ganzen Akazienbäume so sehr abfressen, dann bildet der sehr abgefressene Akazienbaum einen Duftstoff. Das ist jetzt eine Information. Der weiß nicht, dass er den anderen das jetzt mitteilt, dass er abgefressen ist. Aber die anderen Bäume in der Nachbarschaft können diesen Duftstoff wahrnehmen mit Hilfe von Rezeptoren, die sie auf der Blattoberfläche oder sonst wo haben. Und das setzt bei denen etwas in Gang, dass plötzlich der Stoffwechsel dieser anderen Bäume einen Bitterstoff bildet, sodass die Blätter den Giraffen nicht mehr schmecken. Das ist Information. Eine wichtige Botschaft wird an jemand weitergegeben und daraufhin setzt das dann bei dem anderen etwas in Gang. So, und jetzt können wir Ihre Frage beantworten. Was wäre denn, wenn jeder Akazienbaum nach Belieben, wo er immer nur meint, das sei irgendwas Wichtiges, irgendwelche Duftstoffe in die Welt setzen würde? Der würde ihn kein anderer Akazienbaum mehr verstehen. Und das ist Verwirrung. Und so sind wir im Augenblick, glaube ich, unterwegs, weil so viele Nachrichten verbreitet werden, dass man als Akazienbaum gar nicht mehr weiß, was sie bedeuten und schon gar nicht mehr weiß, was nun eigentlich für einen wirklich selbst wichtig ist. Und Sie haben sich ja auch viel mit einem der vielleicht wichtigsten Menschen in der Geschichte Deutschlands beschäftigt, nämlich mit Immanuel Kant, dem vielleicht bekanntesten Philosophen und der Entwickler der Vordenker der Aufklärung. Und dieses Projekt der Aufklärung ist es ja eigentlich, mündig zu werden. Ein Bürger, der den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes zu ermächtigen. Das ist Mündigkeit. Wunderbar. Das ist Mündigkeit. Und gleichzeitig schreibt er ja aber auch über den Würdebegriff. Und auf den beziehen Sie sich ja auch immer wieder. Und das ist eben das, was Sie so schön beschreiben, dass wir uns einander als Subjekte wahrnehmen und eben nicht als Objekte. Und das ist sicherlich auch etwas, wenn man das in der Tiefe mal erfasst hat, für mich zumindest eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft, dass wir in dieser finanzkapitalistischen Gesellschaft uns nicht mehr als Subjekte, sondern nur noch als Objekte wahrnehmen. Aber wie würden Sie das denn beschreiben? Ist dieses Projekt der Aufklärung, das vor über 300 Jahren begonnen hat, ist das gescheitert? Naja, damals herrschten Bedingungen im Mittelalter, das war wirklich ziemlich finster. Und da war das schon verständlich, dass dann Bürgertum und intellektuelle Kreise, die es damals gab, losgegangen sind und haben gesagt, so wollen wir das nicht mehr. Und die haben dann diese Parole ausgegeben, mithilfe des, also wir wollen alles nachprüfen, messbar machen, wissenschaftlich darstellbar machen. Und mithilfe unseres Verstandes können wir alle Probleme dieser Welt lösen. Das war Aufbruch, wie verrückt. Und dann sind sie losgezogen und siehe da, das ging 100 Jahre lang. Wahnsinn, was da alles sozusagen an Problemlösungen gefunden worden ist. Und heute sind wir aber an einem Punkt angekommen, wo wir merken, mithilfe seines nackten Verstandes kann man nicht nur Probleme lösen, man kann auch eine ganze Menge Probleme erzeugen, die vorher gar nicht da waren. Und dann fängt es an, problematisch zu werden. Und an der Stelle muss man dann fragen, was ist denn da schiefgelaufen?
Und die Antwort heißt oder versteckt sich in dem Begriff der nackte Verstand. Nur der Verstand alleine, also nur die kognitiven Fähigkeiten allein, unterscheiden uns in keiner Weise von einem digitalen Automaten und Roboter. Die sind sogar besser in vieler Hinsicht als wir. Was uns auszeichnet, ist ja, dass wir nicht nur diese Möglichkeit haben, Dinge kognitiv zu durchdringen und zu verstehen, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, uns von diesen Dingen und Wahrnehmungen und Erlebnissen und Erfahrungen berühren zu lassen. Mhm. So, und das kann kein Rechner, das kann keine Maschine. Ja. Berührung geht nicht. Mhm. Und das hat wieder was damit zu tun, dass diese Maschinen keine Bedürfnisse haben. Mhm. Berührung ist ja immer, dass ich plötzlich feststelle, da passiert etwas, was so ist, dass es mich wieder mit etwas verbindet, was ich ganz tief in mir als Sehnsucht spüre. Die Sehnsucht nach Verbundenheit, die Sehnsucht nach Freiheit. Und wenn ich dann plötzlich merke, das geht ein bisschen, gerade jetzt in dem Moment, dann berührt es mich. Der Computer hat keine Sehnsucht nach Verbundenheit, auch keine nach Freiheit, hat noch gar nichts Sehnsucht. Der arbeitet seine Algorithmen ab, die ihm von anderen vorgerechnet worden sind oder wo ihm jetzt bei der künstlichen Intelligenz Programme geschrieben worden sind, mit deren Hilfe er aus Aussagen anderer irgendwas zusammen konstruiert. Mhm. Aber Bedürfnis hat er nicht. Also das Einfachste, was das am deutlichsten macht, ist die Tatsache, der braucht ja Energie. Mhm. Jeder Rechner, jeder Automat, jeder Roboter. Und wenn man die Steckdose, da, also ist aus dem Haus. Wenn mir einer nichts mehr zu essen gibt, merke ich, kriege Hunger. Mhm. Ja, und dann versuche ich, irgendwo was Essbares zu finden. Mhm. Das macht er nicht. Der hat keine Ahnung. Er weiß noch nicht mal, wie abhängig er von dem Strom ist. Und hat natürlich keine Ahnung, wie er die Steckdose da wieder reinkriegt. Mhm. Und das unterscheidet uns von den digitalen Geräten. Und das ist meiner Ansicht nach dann auch das, was wir in Zukunft uns etwas genauer anschauen müssten für diese neue Welt, die dann nach dieser primitiven Aufklärung des vorigen Jahrhunderts kommt. Mhm. Wir haben jetzt so ein Buch geschrieben, zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Autoren, das heißt Metamoderne. Es gibt die Moderne, das war diese Aufklärungsphase, wo wir losgestürmt sind und gedacht haben, wir können die ganze Welt nach unserer Vorstellung gestalten. Dann gab es die Gegenbewegung, vor allen Dingen bei Künstlern, dass sie sagen, Postmoderne, wir wollen das nicht, dieses geradlinige Vorwärtsrennen, sondern das soll alles menschlicher aussehen. Und dann sind solche Tendenzen entstanden, aber immer noch im Widerspruch zur Moderne, Postmoderne. Und es gibt Hinweise dafür, dass jetzt eine neue Epoche angebrochen ist, die heißt Metamoderne, oder so wird sie jedenfalls genannt. Der Name und die Bezeichnung ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das heißt, es geht nicht um Moderne oder Postmoderne, sondern um etwas anderes, was oben drüber steht. Und was das verstehen kann, was die Moderne gemacht hat und was die Postmoderne gemacht hat. Und dass es jetzt anders gemacht werden müsste. Mhm. Und so lässt sich dann plötzlich auch einiges nochmal neu betrachten. Und dann würde man sagen, okay, mit dem nackten Verstand, das war schon ganz gut. Aber was uns nie hätte passieren dürfen, ist, dass wir uns mit Hilfe des nackten Verstandes oder um den so einsetzen zu können für bestimmte Vorstellungen, die wir haben, hätten wir niemals unsere inneren Gefühle verletzen müssen oder unsere Bedürfnisse. Oder die innere Stimme in uns, die uns sagt, dass das so nicht in Ordnung ist. Wir hätten also besser mit uns verbunden bleiben müssen. Und das wird dann sehr deutlich, wenn Menschen verführbar werden. Weil man da zeigen kann, die werden dann am schnellsten verführbar, wenn sie mit nichts mehr verbunden sind. Mit sich selbst nicht, mit ihrem Körper nicht. Über Körperarbeit können sie wunderbar Menschen dazu bringen, dass sie sich selbst wieder spüren. Und dann lassen sich auch nicht alles Mögliche einreden. Dann haben sie einen inneren Halt. Mhm. Und das macht sie schon ein bisschen mündiger. Mhm. Und ja, wenn man dann dieses Körpergefühl wieder hat, dann gibt es was Zweites, was Menschen dann auch vor Verführung schützt. Das ist, wenn die irgendwas Sinnvolles arbeiten. Also früher hat man mal gesagt Handwerker, aber vielleicht alle Menschen, die irgendwie etwas herstellen, mit dem sie sich identifizieren, was sie gut finden, der Bauer, der die Lebensmittel herstellt oder der Handwerker, der irgendein Produkt herstellt, das verbindet einen ja noch direkt mit dem eigenen Tun und das gibt einem auch so eine Sicherheit, dass man nicht umsonst auf dieser Welt herumläuft
Und das wiederum führt dazu, dass man sich nicht von jedem Beliebigen einreden lässt, worauf es noch so im Leben ankäme. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die ist ein bisschen suspekt. Mhm. Ja, das sind die, ich übertreibe es mir ein bisschen heftig, aber Anhänger von Sekten lassen sich auch nichts einreden. Mhm. Man könnte es aber auch positiver formulieren, könnte es sagen, wenn jemand etwas gefunden hat, was ihm hilft, seinem Leben eine Bedeutung zu geben oder Sinn zu verleihen, dann ist er auch nicht mehr verführbar. Deshalb meine Einschränkung bei den Sekten, weil das, da würden die ja alle sagen, ja, aber man muss dann auch noch mal genauer nachgucken, ob das trägt. Hm. Ja, und Sie haben es jetzt gerade schon so ein wenig durchblicken lassen oder angesprochen, dass derzeit ja der größte Trend neben der Digitalisierung die künstliche Intelligenz ist, die ja auch in einer gewissen Form eine Verbundenheit versucht, auf künstliche Art und Weise herzustellen. Und viele sprechen davon, dass wir derzeit eine Revolution erleben, dass das einhergeht mit der Digitalisierung, die sich jetzt in den letzten Jahren, die stark vorangeschritten ist. Und sind Sie da einer derjenigen, die an die Kraft oder an das Positive in der künstlichen Intelligenz glauben? Oder sehen Sie die Vermutung, die Sie jetzt ja eigentlich im Grunde genommen gerade schon ausgeführt haben, nämlich dass die künstliche Intelligenz uns weiterhin in diese Unmündigkeit führt, weil wir ja die Verantwortung abgeben an eine höhere Macht, sozusagen an den Computer, an den Roboter, der für uns Auto fährt, der für uns Artikel schreibt, der für uns Musik macht. Also sind Sie da eher positiv gestimmt und sehen Sie dahinter die Chancen, die ja von vielen auch in den Medien immer wieder betont werden? Oder sehen Sie eher die Gefahr, dass es uns noch mehr in diese Unmündigkeit treibt, noch mehr in die Isolation und diese künstliche Verbundenheit noch weiter bestärken wird? Diese gesamten digitalen Geräte sind Werkzeuge. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als Menschen ein Werkzeug erfinden, nur um es zu nutzen und selbst zu verblöden damit. Also bin ich erstmal ganz zuversichtlich, dass wir die Kurve kriegen. Aber Sie haben vollkommen recht, da ist einiges, was da jetzt auf uns zukommt, auf das wir nicht vorbereitet sind. Sie sagen, die künstliche Intelligenz ist auch mitentwickelt worden, damit die Verbundenheit größer wird. Das glaube ich nicht. Die ist entwickelt worden, damit Menschen, die als Gestalter unterwegs waren, größere Möglichkeiten bekamen, gestalterisch tätig zu sein. Und dann haben sie Maschinen erfunden, mit denen man das machen kann, am Ende sogar Texte finden lassen. Und man weiß ja inzwischen, was da alles möglich ist. Also eigentlich ist diese künstliche Intelligenz ein wahnsinnig tolles Gestaltungsinstrument. Mhm. Und da würde ich niemals auf die Idee kommen, etwas dagegen zu sagen, dass der Mensch Werkzeuge erfindet, um damit Dinge, die anders nicht gehen, auch dann zu gestalten. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Und das Problem heißt, dass wir lange gebraucht haben, um uns erstmal einigermaßen von den Tieren abzugrenzen und uns zu fragen, was ist denn eigentlich das Herausstellungsmerkmal von uns gegenüber den Tieren? Und dann hatten wir es endlich und haben gesagt, das ist unsere, nennen wir es mal, Bewusstseinsfähigkeit oder Intelligenz oder unsere kognitiven Fähigkeiten. Da sind wir den Tieren meilenweit voraus. Sieht man dann ja auch dieser Kortex, vor allen Dingen im frontalen Bereich, ist schon eine Grundlage dafür, dass wir bestimmte Dinge können, die die Tiere kognitiv nicht zustande bringen. Es gibt ja auch genügend Experimente, die dann zeigen, dass so ein Affe auf einer Stufe stehen bleibt wie ein dreijähriges Kind. Bis dahin geht's gut, aber dann ist Oberkante, geht nicht mehr. Ist nicht hinreichend vernetzt, ist nicht genug Potenzial da. Und dann waren wir ganz glücklich, haben gesagt, hoa, jetzt wissen wir, was uns von den Tieren entscheidet, haben diese Maschinen entwickelt und stellen jetzt fest, hey, das ist jetzt aber blöd, weil diese Maschinen sind uns in ihren kognitiven Fähigkeiten oder in diesen, das, was wir Kognition nennen oder was wir manchmal auch Intelligenz nennen, da sind die uns hoffnungslos überlegen. Mhm.
die machen jeden Intelligenztest besser, als wir den absolvieren können. Die können auch besser Schach spielen und keine Ahnung, was noch alles. Und das wird in Zukunft so weitergehen. Das heißt, es ist eine große Schmach, die uns da ereilt hat in unserem eigenen Selbstverständnis. Und das gehört mit zu der Verunsicherung, die wir im Augenblick in der Gesellschaft spüren. Wir wissen gar nicht mehr, was wir eigentlich sind. Und jetzt kommen die Ersten und sagen, ja, wahrscheinlich übernehmen diese Maschinen die Herrschaft. Da muss ich sagen, ja, das stimmt. Natürlich, wenn man denen die Herrschaft überlässt. Und man überlässt ihnen immer dann die Herrschaft, wenn man sich von ihnen abhängig macht. Wenn man ihnen Aufgaben überträgt, die sie ausführen und die man dann selber nicht mehr kann. Und also das ist uns im vorigen Jahrhundert ja bei der Einführung der Mobilität, also Erfindung von Fortbewegungsgeräten, Auto, keine Ahnung, Zug, Autobahn, also da ist uns das ja auch schon passiert. Da haben wir unsere Fähigkeit verloren, uns selbst fortzubewegen und nutzen immer nur noch diese Hilfsmittel mit dem Ergebnis, dass die Muskeln schrumpfen, dass die Rücken alle kaputt sind und dass keiner mehr richtig laufen kann. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir ein Gerät erfunden haben, was uns das Wissen und die Kombination von Wissensinhalten abnimmt, weil es dafür gebaut worden ist. Und das macht schon ein bisschen, macht jetzt was mit uns. Mhm. Weil die Schule zum Beispiel war ja ein Ort, wo es darum ging, sich Wissen anzueignen. Also mein Smartphone weiß mehr als ich. Und das ist jetzt auch nicht mehr nötig, dass ich allen anderen Leuten mit Hilfe des in der Schule erworbenen bürgerlichen und humanistischen Wissens beweisen muss, was ich für ein toller Typ bin. Das war ja auch oftmals ein Grund für die Aneignung von Bildung, dass man sich sozusagen heraushebt aus dem, was Masse und Durchschnitt ist. Das Motiv ist weg. Jetzt kann jeder, der da Lust hat, wenn ich eine Weisheit verkünde, dann guckt er in sein Smartphone und dann kommt es, Herr Hüther, Sie haben sich geirrt, das war nicht da, das war dort und das stimmt auch nicht. Und dann macht er einen Faktencheck und ich stehe blöd da. Das heißt, das kann nicht mehr Aufgabe von Bildung sein, dass man unseren Kindern da Wissen beibringt und das dann abfragt, so dass die das dann als auswendiges Wissen parat haben. Es kann auch nicht die Aufgabe von Bildung sein, sie einfach nur mit Fähigkeiten und Fertigkeiten auszurüsten, die sie dann in ihrem Beruf brauchen. Weil sich im Augenblick gerade durch die Einführung der künstlichen Intelligenz so vieles verändert, dass man sagen kann, man weiß, ob es diese Berufe für die, die dann ausgebildet sind, später überhaupt noch geben wird. Also müssen die ja ganz andere Fähigkeiten erwerben. Und das stellt dann unser ganzes gegenwärtiges Bildungssystem und auch unser eigenes Selbstverständnis in Frage. Ja. Und das macht Reibung, das muss eine Zeit lang wirklich sehr durcheinander gehen. Was ich definitiv nicht glaube, ist, dass das wirklich eine Gefahr für die Menschheit wird. Ja? Nee, weil es nur dann eine Gefahr für die Menschheit wird, wenn sie sich selbst als Akteur, als Subjekt schon aufgegeben hat. Also wenn ich mich selbst aufgebe und sage, ja, ich kann jetzt ohne Smartphone nicht mehr leben und ich brauche die künstliche Intelligenz und ich kann alleine keinen Text mehr schreiben, ich kann auch kein Buch mehr lesen. Und was die da noch so alles kann, dann hat sie mich geschluckt. Aber sind wir da nicht auf dem Weg dahin? Ja, das kann dass passieren. Dass es immer so weitergeht? Das ist jetzt eine interessante Frage. Könnte es sein, dass die Gesellschaft im Augenblick noch auf eine ganz andere Art und Weise zerfällt, als wir uns das so klar machen? In der Vergangenheit war es ja im Wesentlichen Besitz und Nichtbesitz, was die Menschen unterschieden hat. Also materielle Güter und Stellung und Position oder sowas. Und es könnte sein, dass in der zukünftigen Gesellschaft es die Frage ist, bin ich ein Gestalter meines Lebens mit dieser Würde und dieser Mündigkeit? Oder bin ich ein Junkie von irgendwelchen Gerätschaften, mit denen ich herumlaufe und ohne die ich nicht mehr leben kann? Das wird eine interessante Trennung. Und ich würde ja im Augenblick würde ich sagen, die Mehrheit der Bevölkerung fällt in diesen Bereich der Junkies. Ja. Und dann muss man sich wieder fragen, wie eine Demokratie funktioniert, wenn die sich nach den Mehrheiten richtet. Das ist ja die spannendste Frage überhaupt. Also wenn wir Menschen sind Suchende, deshalb, wir haben dieses wunderbar plastische Gehirn, da ist nichts festgelegt, auch nicht festgelegt, wie man als Mensch zu sein hat. Das müssen wir erst unterwegs rausfinden, wie das geht. Und das ist eine Suche. Und dabei kann man sich verirren.
Und natürlich nicht nur individuell, dafür kennen wir ja auch genügend Beispiele, sondern auch kollektiv. Man kann sich als ganze Gesellschaft hoffnungslos verirren. Da brauchen wir nur ans letzte Jahrhundert zu denken und das, was die Nazis damals gemacht haben. Und das waren ja nicht nur die Nazis, das war ja die ganze deutsche Bevölkerung zu 90%, was nicht so gerne gehört wird. So, und jetzt ist die Frage, wenn jetzt die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr ohne diese Gerätschaften leben kann und auch davon überzeugt ist, dass das ein essentieller Bestandteil zur Sicherung ihrer Lebensqualität ist, dann sind sie Abhängige geworden. Verführte, könnte man sagen. Und das ist für mich ein Riesenproblem, weil so jemand ist eigentlich nicht mehr demokratiefähig. Der kann ja gar keine freien Entscheidungen mehr treffen, sondern der muss ja immer berücksichtigen, was ihm da verloren geht, wenn er sich frei entscheiden würde. Ja, muss er sich also immer so entscheiden, dass er das, was er meint, für sein Leben zu brauchen, dass ihm das erhalten bleibt. Und das macht die ganze Geschichte sehr problematisch. Weil das ja heißen würde, dass eine Mehrheit etwas tut, was ich dann unter einer etwas ferneren, also mit etwas mehr Abstand, würde ich sagen, das entspricht einer Tendenz, die in dieser gegenwärtigen Gesellschaft spürbar ist, nämlich dass es immer Zeiten gab, da wurde Herrschaft gesichert durch Unterdrückung. Ich komme aus der DDR, ich kann da ein Lied davon singen. Das war, die haben versucht, uns zu verführen und kleine Pioniere sind da noch drauf reingefallen. Aber spätestens, als man mit der Lebensrealität in diesem damaligen Osten konfrontiert war, hat man gemerkt, hier wirst du beschissen. Und das hat auch dazu geführt, dass die bis heute in diesen Regionen sich einfach nicht so gerne von oben sagen lassen, wo es lang zu gehen hat. Hat hier im Westen offenbar noch nicht so fruchtbare Annahme gefunden, dieser Gedanke, aber natürlich ist der ganz entscheidend. Und wenn in früheren Zeiten Herrschaft durch Unterdrückung gesichert worden ist, dann ist eine Tendenz zu erkennen, dass immer stärker jetzt Herrschaft gesichert wird durch Verführung. Die ganze Konsumindustrie ist eine einzige Verführungsindustrie. Die ganzen Medien, wie die arbeiten, ist Verführung. Das machen die nicht absichtlich, sondern machen sie meistens, um Geld zu verdienen. Aber damit sind sie ja auch schon wieder Verführte. Wozu brauchen sie denn das Geld? Wozu müssen sie denn in diese Positionen aufsteigen, wo sie dann endlich mal was zu sagen haben? Warum müssen sie denn ständig auf sich aufmerksam machen und anderen beweisen, wie toll sie sind? Das ist ja alles verführt. Ja. So, und jetzt kommt die bittere Botschaft. In einem Unterdrückungssystem ist der Unterdrückte immer noch Subjekt. Das geht ihm schlecht. Der kann sogar dann umkommen und die können ihn erschießen und quälen und sonst was machen. Aber er bleibt ein Subjekt und kann sagen, also wie wir das damals als Kinder gemacht haben, als wir noch von unseren Eltern geschlagen worden sind, wenn ich erst mal 18 bin oder 16, dann haue ich dem auch eine auf die Nuss. So, und das gibt einem als Unterdrückte das Gefühl, dass man etwas tun kann. Man kann sich wehren, man kann sich mit anderen zusammenschließen, man kann in seiner Subjekthaftigkeit lebendig bleiben. Ein Verführter, sorry, geht nicht. Der identifiziert sich ja mit seinen Verführern. Das ist wie ein Junkie, der seinen Dealer beschützt, weil er dann keinen Stoff mehr kriegt. Quasi das Stockholm-Syndrom. Das wird dann schon so genannt, aber man müsste es viel deutlicher sagen, weil das ist nicht ein Stockholm-Syndrom, sondern es ist ein gesellschaftliches Syndrom, was sich hier in der gesamten westlichen Welt ausgebreitet hat. Verführung. Ja. Ich weiß es nicht, ob nicht auch die Menschen in der Ukraine Verführte sind. Ich kann es nicht sagen. Die von dem Putin sicherlich auch. Ja? Ja. Aber es muss ja keiner die betreffenden Leute zwingen. Sondern die machen das ja freiwillig. Aber diese Verführung, die ist jetzt ja schon sehr weit fortgeschritten. Also wenn wir uns anschauen, dass kaum mehr Bücher gelesen werden, vor allen Dingen auch von den jungen Menschen, dass alles nur noch digital über das Handy geht. Die meisten Menschen verbringen 2 bis 3, 4, 5 Stunden zum Teil am Tag vor diesem viereckigen Smartphone. Wie blicken Sie vor allen Dingen auch als Hirnforscher darauf, dass nun die Menschen ihre Umwelt auch ganz anders sehen? Also wenn ich zum Beispiel Zug fahre, dann mache ich meistens, dass ich nur meine Kopfhörer aufsetze und rausgucke, mir die Landschaft anschaue und vielleicht noch die Menschen ein bisschen beobachte. Aber ich achte oftmals darauf, dass ich dann
mal nicht auf mein Handy schaue oder wenn ich draußen einen Spaziergang mache. Gleichzeitig ist es ja aber ein gesellschaftliches Phänomen und ein Problem geworden auch, dass die Menschen sich derart haben verführen lassen. Von wem auch immer, darüber können wir sprechen kommen. Aber meine Frage, Herr Hüther, Sie sind Hirnforscher. Was macht das mit unserem Hirn, mit unserem Gehirn, wenn wir uns derartig abhängig machen? Ja, zunächst gibt es diesen Grundsatz, dieses Prinzip der Arbeitsweise des Gehirns. Und der heißt, die organisieren sich da oben immer wieder so, diese Nervenzellen in den verschiedenen Bereichen, dass alles möglichst gut zusammenpasst, weil das der Zustand ist, wo die wenigste Energie verbraucht wird. Und das muss das Hirn machen, so wie jedes andere Lebewesen auch, weil das sozusagen die Antwort auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ist. Mhm. Wenn Sie das nicht mehr hinkriegen, zerfliegt alles und verteilt sich gleichmäßig im Weltall. Und deshalb ist alles ausgerichtet auf Energiesparen. Und wenn ich jetzt eine neue Technologie habe, mit der ich etwas machen kann, was vorher zunächst erstmal sehr energieaufwendig aussah, also jetzt mit meiner Freundin ein Gespräch suchen, wo ich extra dahin fahren muss und mich verabreden, so, und dann kann ich das auf einmal mit so einem Gerät machen. Hm. Das ist energiesparend bis zum Umfallen. Und deshalb ist erstmal nichts dagegen zu sagen, dass Menschen wie in allen anderen Lebensbereichen auf diese Verführung hereinfallen, dass sie mit Hilfe einer neuen Technologie ein leichteres Leben haben. Mhm. Und das nutzen sie dann auch. Ja. So, und dann lässt sich aber beobachten, wie bei allen solchen Prozessen, dass dann ein gewisser Anteil der Bevölkerung zur Vernunft kommt. Das sind so überschießende Reaktionen. Ich habe das sehr schön mal mir angeschaut, als die Röntgenstrahlen entdeckt worden sind. Mhm. Da glaubt ja heute keiner mehr, was die damals alles geglaubt haben, was man mit den Röntgenstrahlen machen kann. Das ist zur Heilung und zu was weiß ich was. Also muss man mal gucken. Und da merkt man hoffnungslose Überbewertung einer technischen Neuerung mit dem Ergebnis, dass es sich dann nach 10 Jahren ungefähr wieder auf dem Niveau eingepegelt hat, was sozusagen in die Lebenswelt der Menschen gepasst hat. Und das passiert im Augenblick auch. Mit großem Interesse stelle ich fest, dass es also auch die ersten Tendenzen gibt, nicht alle, aber vielleicht dann auch immer mehr von jungen Menschen, die sagen, ich mache das nicht mehr in dieser Weise. Ich kaufe mir so ein anderes so. Der hat einen richtigen eigenen Namen, diese Geräte, mit denen man nur noch telefonieren kann und nicht mehr ins Internet. Das simple Gerät, das einfache wieder, wo man zwar das, was unbedingt notwendig ist, damit machen kann, aber nicht dauernd verführt wird, es in der Weise zu nutzen und damit seine Zeit zu verplempern. Das ist ein Bewusstwerdungsprozess, der bei Einzelnen jetzt schon in Gang kommt. Und der führt dann dahin, dass es eben doch ein gewisser Anteil der Bevölkerung wird, der dann bewusster Gestalter seines Lebens werden könnte. Es wäre toll, wenn unsere Schulen den Heranwachsenden helfen könnten, zu bewussten Gestaltern ihres eigenen Lebens werden zu können. Aber bisher haben sie das noch nicht so richtig vermocht. Und deshalb ist der Anteil nach wie vor relativ groß von Menschen, die sich einfach von diesen Technologien angezogen fühlen und dieses auch gerne nutzen und die dabei natürlich alle Kompetenzen verlieren. Mhm. Das haben Sie eben genannt, lesen, schreiben, rechnen ja eigentlich auch schon. Also schon diese Basiskompetenzen aus der Grundschule. Wird alles verloren, weil man es nicht mehr braucht, wenn man das Gerät hat. Aber wehe, wenn das Gerät mal kaputt geht. Dann wird es offenbar, wie sehr Menschen inzwischen davon abhängig geworden sind. Das gilt jetzt auch wieder für die Organisation einer Stadt oder eines Unternehmens. Wenn da mal der Strom ausfällt oder eine Störung im Internet auftritt, da bricht ja alles zusammen. Haben wir jetzt bei diesen Hackerangriffen. Da sieht man ja plötzlich, dass da überhaupt nichts mehr geht. Da müssen die wieder auf der Zulassungsstelle mit Hand die Zettel alle ausfüllen. Und da sind sie vollkommen überfordert. Also wir sind als ganze Gesellschaft in so eine Situation hineingeschlittert, wo wir eigentlich nicht wieder gut zurück können. Es sei denn, wir besinnen uns und sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht von solchen Geräten abhängig werden. Und langfristig ist das besser, wenn wir die Kompetenzen über unsere Lebensgestaltung selbst herausbilden und dann auch nutzen, als dass wir das an jemand abgeben, der da mit Geld verdient. Der damit Unfug macht sozusagen und es für seine... Die meinen das nicht böse, die Leute in Silicon Valley, die glauben daran. Naja. Also wenn man jetzt über Verführte redet, müsste man die ganz vorne auf der Liste haben. Und
Ja. Und wenn Sie gerade vom Silicon Valley sprechen, eine dort vorherrschende Ideologie ist ja auch die des Transhumanismus. Also den Menschen zu einem Mensch-Maschine-Hybridwesen sozusagen zu machen, das einfach besser funktioniert, das funktionabler ist, das effektiver ist, das effizienter ist. Und da gibt es ja beispielsweise auch das Unternehmen von Elon Musk, Neuralink, das daran arbeitet, Menschen Chips ins Gehirn zu pflanzen, um sie damit eben noch besser zu steuern und kontrollieren zu können. Aber Sie, Herr Hüther, darüber möchte ich mit Ihnen auch noch zu sprechen kommen. Sie verfolgen ja, obwohl Sie Naturwissenschaftler sind, ja einen ganzheitlichen Ansatz. Sie sagen, wir müssen auch... Hören Sie, was Sie da sagen? Ja. Das müsste ja jeder Naturwissenschaftler machen. Aber die meisten machen es ja nicht. Warum denn eigentlich? Ja, weil einen das am Erfolg hindert. Die universitären und akademischen und Forschungseinrichtungen sind alle so eingerichtet, dass dort über Wettbewerb diejenigen am schnellsten vorankommen, die die meisten und besten Publikationen haben. Hm. Und schnell und auch erfolgreich publizieren kann man meistens über etwas, was man losgelöst von allem anderen untersucht. Das stört ja nichts mehr. Dann werden die, wie man das so nennt, interferierenden Variablen, also das, was stört beim Experiment, das wird alles ausgeblendet und dann kann man irgendwas Einfaches messen, das kann man beschreiben, das ist auch immer richtig, weil da, es hat nur keine Relevanz mehr. Aber das kann man publizieren und dann kommt noch einer, der findet auch noch was und das wird dann alles publiziert und am Ende wird die Welt von lauter solchen Einzelwissen überschwemmt. Und es gibt, das habe ich am eigenen Leib erlebt, es gibt keine Möglichkeit, wenn man jetzt meinetwegen Biologe ist, einen ganzheitlichen Ansatz auf einer anerkannten und erfolgreichen wissenschaftlichen Laufbahn aufzubauen. Oder mit einem ganzheitlichen Ansatz so eine Laufbahn. Ich werde ja gar keine Publikationen los. Die ganzen Forschungsmittel von der DFG und woher ich sie immer kriege, richten sich ja darauf aus, dass ich etwas finde, was sich also möglichst schnell dann auch anwenden lässt. Und dann komme ich und sage, ja, wir müssten aber dann, wenn wir das Hirn untersuchen, auch noch berücksichtigen, welchen Einfluss das, was wir da oben untersuchen, auf den Körper hat. Und dann müssten wir auch noch gucken, wie der Körper das beeinflusst, was da oben ist. Und dann müssten wir auch noch gucken, wie der Mensch jetzt als Einzelwesen und die mit seinen Vernetzungen im Hirn geformt oder sich selbst geformt hat durch das, was er in der Gesellschaft, in der Begegnung mit anderen Menschen alles so gelernt, erfahren und erlitten hat. Und dann heißt es, ich kann das Gehirn gar nicht mehr untersuchen, ohne gleichzeitig den Körper zu betrachten und auch noch die ganze Gesellschaft. Und damit sind sie raus. Da gibt es keinen Lehrstuhl für. Da kriegen sie sogar Ärger, weil dann sagen die, wenn sie dann sowas machen und kommen dann so weit und sagen, Würde ist auch ein schönes Thema für einen Hirnforscher. Und sagen sie, jetzt beschäftigt er sich mit Sachen, hat er überhaupt keine Ahnung von. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, ja. Dann soll man wieder zurück in dieses Loch, aus dem man gerade mühevoll rausgekrabbelt ist. Mussten Sie da viel kämpfen in Ihrer über 30-jährigen Karriere? Ach, ich bin kein Kämpfer. Ich bin eigentlich immer jemand, der einen Weg sucht. Mhm. Also ich bin. Aber wurden Ihnen da Steine in den Weg gelegt? Natürlich, massenhaft, klar. Also bis dahin, dass man dann auch, da habe ich ja auch erlebt, da wurde ich auch diffamiert als einer, der kein richtiger Wissenschaftler ist. Also, und meinen Professorentitel hätte ich von sonst wären, das würde alles nicht stimmen und kann man ja alles nachlesen, ist ja alles im Internet verbreitet worden. Und dann habe ich einfach gelernt, dass das keinen Sinn hat, sich mit solchen Argumenten auseinanderzusetzen, sondern dass man einfach unbeirrbar seinen Weg weitergeht, bei sich bleibt, guckt, dass man das macht, was einem wirklich wichtig ist und sich nicht von den Mutmaßungen und den Meinungen anderer Menschen steuern lässt. Mhm. Das war's. Und das funktioniert wunderbar. Mhm. Seitdem ich das mache, geht es mir richtig gut. Ich habe mich noch nie so sehr als Wissenschaftler gefühlt wie jetzt, wo ich das seit schon 20 Jahren fast mache. Ja. Und ich habe dann auch erstmal, als ich rausgegangen bin aus der Identifikation mit meinem orthodoxen Forscherdasein und dem Universitären und Max Planck und so weiter, als ich das alles so abgelegt hat, habe ich überhaupt erst mal begriffen, wie ich mich selbst auch gegängelt hatte dadurch. Ja. Das ist eine Selbstbeschränkung, die man da sich in das eigene Hirn baut, weil man sonst dort nicht überleben kann. Hm. Da ist man verloren.
haben nicht genügend Drittmittel eingeworben, also gibt es dann auch von der Uni oder von Max Planck nicht mehr genügend Zuwendungen und dann ist auch die Karriere schnell zu Ende und dann wird einem nahegelegt, dass man sich einen anderen Job suchen soll. Geht alles affenartig schnell. Und das habe ich nicht zugelassen. Ich habe dann immer die Dinge etwas schon im Vorfeld versucht zu verstehen, die da laufen und konnte dann auch immer wieder nach Möglichkeiten suchen, wie ich bei mir bleibe. Das gilt nebenbei gesagt auch für diese Flucht aus der DDR. Ja. Hätte auch noch ein bisschen warten können. Aber ich warte auch sehr lange und gucke, ob es anders geht. Aber wenn es dann nicht mehr geht, dann ist auch Schluss. Und dann mache ich nicht die Revolution und erschieße da irgendjemand, sondern ich suche mir einen Weg, wie ich abhaue. Am besten so, dass die das noch nicht mal merken, dass ich abgehauen bin. Und das hat ja damals sehr erfolgreich geklappt. Das hat, ja, die mussten sich dann in ihren Berichten, die mussten ja Jahresabschlussberichte machen, die Stasi, und das konnte ich ja dann alles nachlesen, die mussten sich einen Fluchtweg ausdenken, wie ich abgehauen wäre. Haben das auch dahin geschrieben, das stimmte gar nicht. Ja. Das war nur, damit sie sozusagen ihre Planerfüllung nachweisen konnten. Mhm. Sie haben mal einen schönen Satz gesagt. Wenn Leute denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann bin ich der Letzte, der ihnen diesen Löffel wegnimmt. Das fand ich deswegen schön, weil Sie damit ja im Grunde genommen erklären, dass diese Menschen, die diese ja, etwas übergriffige Attitüde an den Tag legen, dass man denen einfach nicht so viel Aufmerksamkeit schenken sollte. Aber gleichzeitig ist es ja auch, was Sie Teil unserer Debatte, die wir führen, dass es immer diese, ich sag mal, etwas arrogante, überhebliche Menschen gibt, die der Ansicht sind, sie haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen und können und verteidigen ihre Position auch vehement und zum Teil auch sehr aggressiv. Und Sie sagen, am besten ist es, mit diesen Menschen die einfach zu ignorieren? Sie liebevoll zu verstehen als jemand, der auf seine Weise sich versucht, in diesem Wunder des Lebens zurechtzufinden. Und der dabei eine Problematik hatte, die er damals, als es aufgetaucht ist, nicht anders lösen konnte. Er musste sich selbst Bedeutung verschaffen, weil er nicht das Gefühl hatte, dass er oder sie aus sich selbst heraus bedeutsam genug gewesen sind. Im Elternhaus nicht, in der Schule nicht, keine Ahnung wo noch, überall nicht. Und dann sind das Leute, die müssen sich überall bedeutsam machen, klar. Und das sind dann die, die mit ihren Weisheiten da um sich werfen. Und das nützt doch jetzt nichts, wenn ich denen sage, wie blöd sie sind. Oder wenn ich das in Frage stelle oder sie angreife und sage, ob hast du oder mit meinen Argumenten komme und sage, hier, Faktencheck, das stimmt doch alles nicht. Ja. Das hilft alles nichts, weil der wird sich nicht ändern. Der wird sich in dieser Struktur weiter verfestigen. Ja. Das ist wie mit der AfD. Macht mal weiter so und schimpft auf die rum, das verfestigt sich alles noch mehr. Und die kriegen noch mehr Zuläufer. Naja. Also müsste man eigentlich doch versuchen, rauszufinden, woran diese andere Person mit ihrer sonderbaren Einstellung leidet. Also was ist das Bedürfnis gewesen, was sie ursprünglich mal hatte und warum hat sie sich mit solchen Bewältigungsstrategien oder mit solchen Vorgehensweisen dann geglaubt, retten zu können? Und dann kann man darüber reden. Und das habe ich schon öfter gemacht, das funktioniert. Also ja. Jeder, der uns hier zuschaut, kann sich fragen, jeder hat von uns eine Macke. Ja, also ich zum Beispiel, so ein Aufräumfimmel, dass ich immer aufräumen will. Und jeder kann sich fragen, wo das herkommt. Ja. Wo kommt das bei Ihnen her, Ihr Aufräumfimmel? Das kommt dort her, wo es auch bei den meisten herkommt. Ich bin von meiner Mutter ganz lieb in den Arm genommen und gelobt worden, wenn ich immer wieder schön aufgeräumt habe. Ja. War ein Liebesbeweis. Meine Aufräumbereitschaft. Und hat mir die Verbundenheit mit dieser Herkunftsfamilie gesichert. Mhm. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich da nicht so gut zurechtgekommen, hätte ich viel Energie verbraucht, wollte ich damals nicht. Und dann ist es ja, also ist ja auch nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen das Bedürfnis hat, Ordnung in die Unordnung zu bringen. Das ist im Grunde genommen das, was ich bis heute noch mache, nur es heißt eben jetzt anders. Mhm. Wie erklären Sie sich denn, also wenn Sie das jetzt so beschreiben, dann fällt mir, muss ich zwangsweise auch ein wenig an die Corona-Zeit denken, wo es ja auch viele gab, die dann einem von oben herab erklärt haben, wie wir uns jetzt zu verhalten haben, mit wie vielen Menschen wir uns an Weihnachten treffen dürfen, welche Maske wir zu welcher Uhrzeit tragen müssen. Und oftmals habe ich mich eben gefragt, woher kommt denn diese Autoritätshörigkeit?
warum befolgen Menschen einfach blind etwas, was sich da als Wissenschaft ausgibt? Was ist denn da Ihre Antwort auf die Frage? Da stecken jetzt zwei Fragen drin. Das eine ist, warum ordnen die das an, die das anordnen? Die wissen nicht weiter als Politiker. Und dann haben die Leute gefragt, die sie für kompetent hielten. Hätte ich auch so gemacht. Mhm. Wenn ich merke, es ist ein Virus, hätte ich einen Virologen gefragt. Mhm. Und dann hätte ich ja auch ein bisschen geguckt, wie die anderen so damit umgehen und hätte mich an dem, was der Virologe mir da erzählt, wahrscheinlich orientiert. Und wenn das nun so ein Virologe ist, der also meint, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann wird er mir klipp und klar sagen, worauf es jetzt ankommt. Und das ist in Zeiten der Verunsicherung auch für so einen Politiker sehr haltbietend. Wenn er sich auf den Experten verlassen kann und der klipp und klar gesagt hat, Spielplätze müssen alle eingezäunt werden und da darf kein Kind mehr drauf. Dann kann der sagen, okay, machen wir, der Chef hat's, der Experte hat es gesagt und er ist auch noch die Verantwortung los. Doch großartig. Mhm. Und so ist das ein Selbstlauf von Verantwortungslosigkeit und Bedürftigkeit, bei dem am Ende sowas rauskommt, wie das, was wir da traurigerweise, muss ich sagen, erlebt haben. Mhm. Und auf der anderen Seite sind ja die, die bereitwillig alles mitgemacht haben. Und es ging ja so weit, dass selbst Studierende in den Universitäten dafür gesorgt haben, dass die nicht geimpften Kommilitonen ein Bändchen an die Hand gekriegt haben, um die erkennen zu können. Das heißt, das ist, da muss man eigentlich die Luft anhalten, muss sagen, wie ist denn sowas überhaupt in Deutschland jemals wieder möglich, dass Menschen mit einem Merkmal, mit etwas gekennzeichnet werden als nicht dazugehörig? Mhm. Boah, da ist keinem was aufgefallen. Und dann kann man nur sagen, dass da, ne, das Entscheidende ist ja nicht, dass das in der Situation passiert ist, sondern dass die Bereitschaft, so zu reagieren, vorher schon da war. Und die habe ich nicht gespürt, das haben viele andere auch nicht, noch nicht mal für möglich gehalten. Und dann offenbart sich das. Und dann muss man sagen, wie dumm ist denn diese Gesellschaft eigentlich geworden, dass so etwas von Studierenden gemacht wird, die man doch wenigstens noch für die einigermaßen Begabten hält. Das ist sowas von absurd. Ja. Und zweitens muss man fragen, wie angstbesetzt muss eine Gesellschaft sein, dass die Mehrheit der Bürger dann so bereitwillig alles macht, was ihnen da als rettenden Strohhalm zugeworfen wird. Und haben Sie da Erklärungsmuster für einen derartigen Rückfall in diese Verhaltensmuster? Ja, wir hatten vorhin das schon kurz angeschnitten. Es könnte sein, dass wir uns nur einbilden, wir hätten keine Angst mehr. Weil wir uns so frei bewegen und alles Mögliche machen können. Dass aber tief unten drunter eine Angst sitzt, wir könnten nicht kompetent genug, nicht gut genug, nicht richtig genug sein. Es könnte sein, dass wir tief unten drunter spüren, dass wir alleine auf dieser Welt sind und noch nicht mal einen richtigen Freundeskreis haben, der uns hilft. Und es könnte sein, dass wir tief im Inneren spüren, dass unser Leben hier auf dieser Lebenszeit eigentlich der Sinnlosigkeit geweiht ist. Freizeit und irgendwelche Beschäftigungen, damit man abgelenkt ist. Und wenn das so innerlich kultiviert wird, vielleicht ist das kultiviert worden seit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs und dieses Ostblocks, weil dann konnte ja im Westen gemacht werden, was man wollte. Es war ja kein Gegenmodell mehr da. Und da kann es sein, dass uns das allen ein bisschen aus den Händen geglitten ist. Das hat Platon in seiner Politeia auch mal ganz gut beschrieben, wo er den Aufstieg und den Niedergang einer Demokratie beschreibt. Und er sagt, am Ende gehen Demokratie an einem zu viel an Freiheit unter. Und vielleicht war es, das würde ja eigentlich im Grunde genommen auch zu dem passen, was Sie gerade skizziert haben. Da wäre ich nicht mit einverstanden. Eine Demokratie kann nicht genug Freiheit für den Einzelnen bereitstellen. Mhm. Wenn das zwangmäßig wird, hat es mit Demokratie nichts mehr zu tun. Mhm. Aber eine Demokratie kann nur dann so vorgehen und diese Freiheit den Menschen gewähren oder die Bedingungen dafür schaffen, dass die Menschen diese Freiheit nutzen können, wenn die Leute auch wissen, was Freiheit ist. Also müsste man noch mal gucken, was verstehen Menschen in der westlichen Welt unter Freiheit
Und dann stellt man fest, ja, das ist also Reisefreiheit und diese Freiheit und jene. Also eigentlich tun und lassen zu können, was man will. Das ist aber niemals die wirkliche gute Definition für Freiheit gewesen. Und aus meiner neurobiologischen Perspektive kann ich auch nur sagen, ein Mensch, der in Vorstellungen gefangen ist, die ihn daran hindern, zu sehen, was ist, und er guckt immer nur so drauf, dass er das sieht, was er sehen will, der ist doch nicht frei. Das ist doch ein Gefangener. Freiheit würde dann erst entstehen, wenn ich mich auch von meinen Vorstellungen, von meinen festen Überzeugungen, von meinen Glaubenssätzen befreit habe. Und erst dann wäre ich aus meinen Verwicklungen herausgekommen bin. Und erst dann wäre ich in der Lage, die wirkliche Freiheitsfrage zu stellen, nämlich, wofür möchte ich diese Freiheit eigentlich nutzen? Was möchte ich der Welt schenken als freier Mensch? Und nicht, wie möchte ich die Welt benutzen als Unfreier, um damit meine Frustration zu überwinden, dass ich eigentlich in Wirklichkeit gar nichts gestalten kann und alles nur Illusion ist, was ich hier mache. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Also wenn wir uns den gegenwärtigen Freiheitsbegriff anschauen, dann ist es ja vor allen Dingen unter den Studenten, unter den Studierenden so, dass, oder sagen wir Studenten, so war ich es zumindest noch gewohnt, das zu sagen, dass man entscheiden kann, ob man sich als Mann oder als Frau definiert, dass man frei über sein Geschlecht verfügen kann. Das Ganze fügt sich in diese sogenannte Transgender-Ideologie. Und damit kommen wir vielleicht auch noch auf ein Thema, über das ich mit Ihnen vielleicht zum Abschluss unseres heutigen Gespräches hier bei Ihnen in Witzenhausen noch sprechen möchte, nämlich über das Thema Bildung und Kinder. Weil Sie sagen ja auch, dass Ihnen die Kinder besonders am Herzen liegen. Und ich erinnere mich auch noch an ein Video von Ihnen aus der Zeit der Corona-Pandemie, als Sie einen ja wirklich feurigen Appell verkundbart haben, veröffentlicht haben, in dem Sie gesagt haben, dass das, was wir hier mit unseren Kindern machen, nicht zumutbar ist. Und jetzt der Zeit sehen wir ja, wie unsere Kinder in einem Bildungssystem gefangen sind, in dem sie Erwartungen von den Lehrern und von ihren Eltern unterworfen sind, in dem sie ein Stück weit auch zu modernen Sklaven gemacht werden, reingepresst werden in dieses System. Und gleichzeitig kollabiert das derzeit mit dieser Transgender-Ideologie, dass den Kindern schon von früh auf, zum Teil im Kindergarten gesagt wird, du kannst als Mann eine Frau sein und als Frau ein Mann. Also wie blicken Sie da derzeit auf diese Ideologie, die sich da breit macht? Sehen Sie das wie von vielen ja auch als einen Fortschritt, als etwas Progressives, wie es dargestellt wird? Oder blicken Sie da eher mit einem sorgsamen Auge. Ich wünschte mir eine etwas differenziertere Betrachtungsweise dieser ganzen Themen. Natürlich ist es zwingend an der Zeit, dass Menschen, die bisher als Minderheiten nicht entsprechend gewürdigt worden sind und die da keinen Platz hatten und die zum Teil auch ausgeschlossen worden sind, dass die wieder zurückgeholt oder überhaupt erstmal endlich in diese Gesellschaft integriert werden. Toll. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie das jetzt im Augenblick läuft und dass das sich alles auf so eine Gender-Debatte und die freie Wahl des Geschlechts zuspitzt und dann auch noch auf die Vorschriften, die da gemacht werden, wie man jetzt zu reden hätte, damit man dem Ganzen gerecht wird, da kann ich eigentlich aus meiner Lebenserfahrung nur sagen, das ist ein Nebenschauplatz der Geschichte, der hier aufgemacht worden ist, um ja, eigene Interessen oder irgendetwas umzusetzen. Also man hat ein großes Durcheinander, man hätte eigentlich richtige große Probleme zu lösen und dann macht man was anderes und beschäftigt sich damit, so als sei das ein großes Problem und hält das auch für ein wichtiges und lösbares Problem.
Es gab auch einen Literaturwissenschaftler, der hat das mir nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vor Augen geführt. Der sagte einfach, was wollen Sie denn erwarten? Wir haben schließlich seit 80 Jahren keinen Krieg. Und das Einzige, was wir Menschen in der westlichen Welt gelernt haben, ist, wie man Krieg führt. Mhm. Und zwar in unseren Familien, in den Bildungseinrichtungen, in den Kommunen, an der Arbeit. Überall wird Krieg gemacht. Ja. Das ist nur Konflikt. In mir selbst ist es nur Konflikt mit den Nachbarn und überall. Und dann lernt man, sich durchzusetzen auf Kosten der anderen, denen das Maul zu verbieten, sich auf irgendeine Art und Weise zu behaupten. Also das ist Struggle for Life, wenn man das so nehmen will. Und das Ergebnis davon ist eben, dass wir eigentlich gar keine großen Gelegenheit hatten, bisher in unserer Geschichte zu lernen, wie Frieden geht. So, und dann sagt er, und wenn das so ist, was wollen Sie denn von Leuten erwarten, die nichts anderes gelernt haben, dann können die auch nicht friedenstiftend wirksam werden, sondern dann müssen die den nächsten, wenn kein richtiger Konflikt mehr da ist, muss einer erfunden werden. Und da war die Reporterin, die den interviewt hat, die war dann ziemlich sprachlos, weil so hatte das noch gar keiner betrachtet. Ich finde das aber gar nicht so uninteressant, das aus dieser Perspektive anzuschauen. Weil es auch deutlich macht, dass unsere westliche Welt tatsächlich in diesen Bildungsbereichen es also kläglich versagt hat, wenn es darum geht, junge Menschen so ins Leben zu begleiten, dass die lernen, dass es nur miteinander geht. Das ist diese Wirtschaftswelt, die wir uns da geschaffen haben, verlangt da von den Bildungseinrichtungen, ob sie das offen sagen oder nicht, oder ob das nun durch die Ausbildung und die Identifikation mit dem Beruf dann so internalisiert worden ist, dass es gar nicht mehr zum Ausdruck gebracht wird und auch nicht mehr reflektiert wird. Es ist zwingend notwendig, damit das System so, wie es ist, erhalten bleibt, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule nicht lernen, wie es gemeinsam geht, sondern gegeneinander sich durchsetzen müssen, Wettbewerb. Und dann kommen diese ganzen Glaubenssätze ohne Druck, keine Leistung. Mein Gott, können die nicht mehr nachdenken? Wenn ich einen kleinen Jungen beobachte, der einen Turm baut, der ist da vielleicht 5 Jahre alt, der will doch keinen mittelmäßig hohen Turm bauen. Mhm. Das heißt, am Anfang des Lebens ist die Leistungsbereitschaft so irrsinnig groß, sonst würde ja kein Kind laufen lernen und alles das, was da so schwierig ist, Fahrrad fahren, schwimmen, das sind ja Leistungen, Höchstleistungen. Und dann kommen wir her und sagen, man muss Druck machen. Ja, mach mal schön Druck. Versuch mal einem Kind die Sprache beizubringen, indem du dauernd ihm erzählst, wie es die Zunge zu bewegen hat und wie es was richtig auszusprechen hat. Dann lernt es das überhaupt nicht mehr. Mhm. Weil in dem Augenblick, wo Druck gemacht wird, wird die Subjekthaftigkeit und die eigenen Gestaltungskräfte des Kindes, die werden dann natürlich in Frage gestellt. Das Kind spürt auch von dem, der Druck macht, dass der nicht wirklich mit ihm verbunden ist, sondern was von ihm will. Und dann geht es wieder ums nackte Überleben. Wie kann ich das überleben? Indem ich das jetzt mitmache, dann ist das Konditionierung, dann passe ich mich an das Anforderungsprofil der Schule oder der Eltern an und verliere mich selbst dabei, weil ich gar nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin, weil ich ja gar nicht meinen Bedürfnissen gefolgt bin, sondern den Maßgaben und Wünschen und Erwartungen der anderen. Oder ich gehe in die Rebellion und sage, mach kaputt, was mich kaputt macht, und dann behandle ich die anderen ja auch wieder wie Objekte und haue denen einen auf die Birne. Das geht doch, das ist alles eine absurde Situation, in der wir gelandet sind, und ich bin dankbar, dass wir da gelandet sind, weil so wie bisher geht es nicht mehr weiter. Das hat uns an den Rand eines Abgrunds geführt, bei dem wir diesen wunderbaren Planeten mit all der natürlichen Vielfalt an Lebensformen, die da in diesen Jahrmillionen entstanden sind, mehr oder weniger schon ruiniert haben. Und jetzt ist höchste Zeit, dass wir zur Besinnung kommen. Und dazu versuche ich ein bisschen beizutragen, aber ich bin mir da schon darüber im Klaren, dass ich das nicht machen kann. Ich bin einer, der es versucht, und ich mache das auch so gut ich kann. Aber ich habe nicht so einen messianischen Trieb, der mich dazu bringt, dass ich mich hier nun aufopfere und die Welt retten will. Nein, ich mache das, weil ich das für notwendig halte. Weil ich mir sonst auch im Spiegel nicht mehr ins Gesicht schauen könnte. Aber wenn es nicht geht, geht es eben nicht. Also wenn die Menschheit jetzt schon zu blöd dafür geworden ist und sich selbst ihren Verstand sozusagen schon völlig umnachtet hat,
dann müssen sie das zu Ende bringen. Dann wird das auch zu Ende kommen. Aber ich bin Biologe und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein lebendes System, was sich selbst organisiert, eine Form hervorbringt, eine Lebensform, die das Leben als sich selbst organisierendes System zugrunde richtet. Das kann nicht funktionieren. Also glaube ich, dass wir die Kurve kriegen. Aber sicherlich nicht, indem wir so weitermachen wie bisher. Das ist wirklich sehr grundsätzlich und das ist auch sicher zu erwarten, dass in dieser Übergangsphase erstmal manches noch schlimmer wird als vorher. Weil sie können nicht von hier nach dort einfach so rüber die Brücke bauen, sondern sie müssen erstmal aus der Biologie kommend entdifferenzieren, wieder weich werden, wieder offen werden und dann können sie sich innerlich transformieren und dann können sie auf der anderen Seite wieder hoch und dann sind sie dort angekommen und dann sind sie ein anderer. Das ist eine Verwandlung. Und wir gehen jetzt durch so einen Verwandlungsprozess und jeder, der meint, es ginge jetzt, dass man von hier nach da marschiert, indem man das weitermacht, was man bisher macht, nur noch heftiger, der irrt. Da bin ich fest davon überzeugt. Herr Hüther, das war ein wirklich sehr schönes Gespräch. Ich denke, viele Menschen haben einen tiefen Blick in ihre Gedankenwelt heute gewonnen. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit, dass ich hier zu Ihnen kommen durfte, nach Witzenhausen, in dieses wirklich sehr schöne, authentische Café und wünsche Ihnen für diese Zeit des Übergangs, des Umbruchs alles Gute. Ich bedanke mich. Und es ist auch immer für mich eine Begegnung, bei der ich ja auch noch ständig Neues dazulerne. Ich werde nachher Ihnen auch ein bisschen was von Witzenhausen zeigen. Weil es gibt überall, so wie in jedem Menschen, gibt es auch in jeder Stadt etwas Wundervolles zu entdecken. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, was es hier zu entdecken gibt, außer leckere Kirschen, wie ich schon gehört habe. Und bedanke mich jetzt auch bei euch, liebe Community. Schön, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mindestens genauso gut gefallen wie mir. Ich wünsche auch euch jetzt alles Gute. Kommt gut durch diese bewegte Zeit und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.